So, Leute, da sind wir wieder beim Opening von einem Paket. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Das Paket ist, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, vom lieben Dr. Alzheimer. Support für den Channel finde ich immer großartig. Und ich freue mich drüber, wenn ich Sachen geschickt bekomme. Ich kann damit nur nicht umgehen. Ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, deutlich genug gemacht. Dr. Alzheimer, einer der meiner Meinung nach besten YouTuber aktuell. Gerade wenn es darum geht, Oldschool, Meinungen oder eben auch alte Sachen zu sehen. Also jetzt weniger so Strixhaven oder so. Dementsprechend, ihm hatte ich ein kleines Paket geschickt. Der hat sich tierisch drüber gefreut. Dann hat er mir das zurückgeschickt. Ja, ich kann, ja, danke schön. Wie gesagt, ich kann damit nicht umgehen. Und deswegen gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Und gucken wir mal, was... Ach du Schande, was ist das denn? Okay, hier sind... was ist das? Was ist das? Machen wir wieder... Ich glaube, wir haben wieder ein Starterdeck, wenn ich es richtig sehe. Das würde bedeuten, ihr seht das hier an einem Montag. Und das würde bedeuten, ihr wisst bereits, dass da was drin ist. Was ich für euch aufmachen kann. Oh mein Gott. Das ist doch wahnsinnig. Okay, grundsätzlich wusste ich, dass das kommt, früher oder später. Ich habe versucht, es mal auszureden, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Oh mein Gott. Ein Mirrodin Starter, kleine Ganoven-Deck. Mono White Weenie. Ich habe davon das Blau-Schwarze gehabt. Das war, glaube ich, das erste Structure-Deck, was ich mir selber gekauft habe. Und habe damit versucht, irgendwie klarzukommen. Und ich wollte mir das immer holen, hatte dann nie das Geld für das zweite Structure Deck, weil ich war jung und brauchte das Geld für Dinge, wo ich mir heute bereue, dass ich sie gekauft habe. Oh mein Gott. Ich will das gar nicht. Oh, ja, es ist ja gut. Ich mach's ja auf. So. Weil das ist halt wirklich noch sealed. Oh mein Gott. Ah, Gott. So. Wie macht man die nochmal auf? Das ist Jahre her, dass ich die aufgemacht habe. Und, oh mein Gott, diese alten Stahl, ich liebe sie. Hier, für Profis. Ich habe doch hier so ein Messer. Guck mal, dass ich das nicht einreiße, nicht kaputt mache, nicht tausendmal zerkratze. Oh mein Gott, jetzt ist es offen. Das Plastik ist halt auch so alt, das merkt man halt, wie das auseinandergerobbt wird. Geil. Geil. So, jetzt ist es offen. Mirrodin. Kleiner genug. Mono White Weenie. Ich liebe Mono White Weenie. Und wir haben hier das Deck, wir haben keine Anleitung. Doch, hier hinten drauf ist die Anleitung. Und wir haben wieder einen Sumpf. Wie beim letzten Mal auch schon, wenn Dr. Alzheimer mir was schickt, habt ihr was davon. Und zwar verschenke ich an einen von euch diesen Sumpf. In voll. Aus Mirrodin. Frisch aus dem Paket. Wie das letzte Mal auch, nach einer Woche werde ich einfach den einen Kommentar halt random suchen und diese Person dann anschreiben. Und was ihr dafür im Endeffekt nur tun müsst, ist mir schreiben, warum ihr diesen Sumpf braucht oder wollt. Egal wie, solange ihr das Wort Sumpf da drin vorkommen lässt. Wer jetzt nur Sumpf schreibt, kann ich nicht verhindern, ist aber uncool. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte diesen Sumpf haben, weil mir fehlt noch ein Sumpf für mein Deck oder ich finde den Sumpf besonders hübsch oder den Sumpf habe ich in meiner Kindheit gespielt oder. Das sind alles valide Informationen, die ich haben möchte von euch. Weil sowas kommt, irgendwas. Oder ich möchte den Sumpf, weil er hübsch ist. Oder ich möchte den Sumpf, weil ich gierig bin. Alles akzeptable Sachen. Nur Sumpf ist nicht akzeptabel. Deswegen schreibt mir bitte rein, warum ihr diesen Sumpf haben möchtet. Der ist auch gar nicht mal... ein bisschen. Aber allein... guckt euch das mal an. Wunderschön. So, dann haben wir hier erstmal ganz wichtig, gucken wir uns. Das gibt's ja gar nicht mehr heutzutage. Ich muss, glaube ich, mit der Kamera nochmal rausfahren. Kleine Ganoven. Du bist ein neuer Spieler. Wurde erklärt, Ausrüsten, Artefaktländer, Verflechtung und Affinität. Das waren die Fähigkeiten, die in Mirrodin vorkommen. Ausrüstung kennen wir mittlerweile zu Genüge. Das ist ein Evergreen geworden. Artefaktländer sind der Nemesis geworden und fast überall gebannt, glaube ich. Verflechtung haben wir, glaube ich, nie wieder gesehen. Und Affinität haben wir noch mal wieder gesehen, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Ja, Mirrodin Hintergrundgeschichte. Ich habe irgendwo die Bücher davon rumstehen. Großartige Geschichte. Großartige Bücher. Und
Finde ich gut. Ich mag die Bücher, ich mag das Ganze drumherum und deshalb, ja. Die Leonin, Herrscher der Rasierklingenfelder. Oh ja, die Rasierklingenfelder. Rakasha Gold, Junges. Hier steckt das Wissen. Die erste Meinung, magicbearing.com. Hier haben wir eine Deckliste. Die gucken wir uns gleich trotzdem nochmal an. Wie man das Deck spielt, Fragen könnt ihr an Hasbro Deutschland in Soest stellen. Oder halt Hasbro Belgium. Damals hat Hasbro schon Wizards gehört. Krass. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre erst so ein neues Ding. Aber Papa Hasbro ist schon lange dabei. Danke, ursprüngliche Game Designer, Spieldesign, Mark Rosewater, bis heute verantwortlich. So krass. Ja, sehr, sehr cool das Ganze aufgemacht. Ich weiß nicht, warum hier unten für K2 Zeppelin Snowboards Werbung ist, aber sehr cool. So, gucken wir uns das Deck an. Wir haben eine Menge Ebenen. Und zwar wunderschöne Mirrodin-Ebenen. Ich erinnere mich, Nasty war meine Lieblingsebene. Auch wenn alle anderen die gehasst haben und alle anderen die hier gespielt haben. Ich habe immer die hier gespielt. Ich mochte die Rasierklingenfelder. Auch von der Story her fand ich die eine großartige Ebene. Ebene. Und ja, wie viele Ebenen sind hier drin? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hätte nachgucken können. Es sind auf jeden Fall eine Menge. Oh mein Gott, wer braucht noch Ebenen? Aber alle so, es fühlt sich auch noch richtig nach Magic an. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Oh, sie riechen noch nach neuen Magic-Karten. Also nach alten neuen Magic-Karten. Die neuen Magic-Karten riechen anders und komisch. Aber alte neue Magic-Karten, die haben diesen bestimmten Geruch. Ebene. Oh mein Gott. Es sind eine Menge Ebenen. Und dann haben wir unsere erste Karte. Aurokenversteinerer. Ein Mana 1 für ein weißes Mana tappen. Tappen mit einem Artefakt unserer Wahl. War damals richtig wichtig, um Artefakte aus dem Weg zu tappen, die angreifen hätten können. Davon haben wir zwei. Okay. Aurokenklingenwart. 2 Mana 1 für tappende Kreatur kriegt +6/+6. Wobei das die X die Stärke dieser Kreatur ist. Das ist ganz cool, gerade im Block-Tap, weil er sich selber auch das geben kann. Also er kann selber blocken und dann tappen und das gibt eine Menge Power. Oh, davon sind sogar zwei in Ankampfs. Oh mein Gott. Aurokenstahlformer, 2 Mana 1-1, ausrüsten kostet 1 Mana weniger. Und wenn er ausgerüstet ist, erhalten Soldaten, ein dritter, den man kontrolliert, +1/+1. Wow, großartige Karte, ich liebe sie. Ich habe die tatsächlich ein paar Mal besessen, in einem weißen Ausrüstungsdeck, was ich damals gebaut habe, irgendwann später. Ich wusste gar nicht, dass sie hier drin ist. Also ich wusste damals nur, dass hier Ausrüstungen drin sind und weiße Karten und ich mochte damals schon weiße Karten. Irgendwie bin ich dann trotzdem bei Grün-Schwarz gelandet, aber ja. Geil. Leoniden Höhlenwächterin, 2 Mana, 1-3, kriegt +1/+1 und Wachsamkeit, wenn die ausgerüstet ist. Damals super mächtig. 2 Mana, 2-4, wenn die ausgerüstet ist. Wenn hier noch die Wohlschockenhandschuhe drin sind, die gehen +4/+2 und die Kreaturen tappt nicht während des Tappsegments, war das eine Kombo, die damals am Casual-Tisch ultra mächtig war. Das war schön. Oh mein Gott, davon ist ein ganzes Playset da drin. Wann habt ihr das letzte Mal ein richtig Playset von einer Playable-Karte in einem Starterdeck gehabt? Spoiler, es gibt ja nur noch Commander-Decks. Leoniden Himmelsjäger, 2 Mana 2-2 fliegend. Oh, wunderschönes Artwork. Den haben sie mal reprintet, meine ich. Ich weiß noch nicht, an welchem Set. Und da war der dann langweilig. Aber hier sieht man auch die Katze oben drauf. Oh, wunderschön. Himmelsjäger, Junges, 3 Mana 2-2, wenn die ausgerüstet ist, kriegt die +1/+1 und Flugfähigkeit. Auch hier die ganzen Katzenritter, die ausgerüstet sind. Oh, ich kriege gerade richtig Flashbacks. Ich kriege richtig Flashbacks an meine Jugend. Oh mein Gott, dafür nochmal danke. Danke. Danke, Dr. Alzheimer. Es ist so, das ist die Zeit, meine erste Hochzeit, wo ich richtig viel Magic gespielt habe. Davor war, hat sich's immer halt rumgeprügelt mit anderen Kartenspielen wie Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon oder Duel Masters. Aber halt, das war die Hochzeit, meine allererste Hochzeit, wo ich auch auf deutsche Meisterschaften gegangen bin und so weiter und so fort. Und ja, das war Hammer. Das war richtig Hammer. Aufsteigender Slith. Slith. 3 Mana 1-1 fliegend. Immer wenn ihr mir einen Kampfschaden zufügt, kriegt ihr eine +1/+1 Mark. Das ist nicht schlecht. Davon sind sogar zwei. Krass. Loxodon Bestrafer ist die andere Rare. 4 Mana 2-2 und erhält für jede angelegte Ausrüstung +2/+2. Krass. Schwertschmied des Taina. 4 Mana 2-3 und wenn er ins Spiel kommt, kann man x Mana bezahlen. Falls man es tut, so durchsucht man sein Deck nach einer Ausrüstungskarte mit Mana Kosten x oder weniger, bringt diese ins Spiel und mischt danach sein Deck. Hammer. Habe ich damals nie gespielt, war mir immer zu teuer für 4 Mana.
Weil man muss ja noch Mana reintun. Genau wie der mir immer zu teuer war. 4 Mana 2-3 fliegend Erstschlag. Mittlerweile kann ich Erstschlag besser einschätzen und sage, 4 Mana 2-3 Erstschlag kann schon eine Hausnummer sein. Goldener Mühe. 2 Mana 1-1, tappen für ein Weißes. Die Mühe, hergestellt von dem guten Memnarch, bis heute eine meiner Lieblingsdrives. Davon sogar 2. Mühe Anpasser, geile Karte. 3 Mana 1-1 und kriegt für jede Ausrüstung +1/+1. Also sowas ähnliches wie der Leonin, wie der Na, wo haben wir ihn? Hier. Der Loxodon-Bestrafer, nur halt mit +1/+1. Davon haben wir auch ein paar mehr. Soldaten im Bild. 3 Mana 1-3. Für 2 Mana kann man ihn opfern, um dem angreifenden oder blockenden Kreatur 3 Schaden zuzufügen. Das war ganz cool. Man konnte halt auch blocken opfern. Und den Schaden auf den Stack gehen lassen und dann opfern. Das war damals noch. Der hat 4 Damage im Block gemacht. Hammer. Hammerkarte. Gebrüll der K. So langsam müssten aber Ausrüstungskarten kommen. Gebrüll des K macht für 2 Mana Spontan sauber. Alle Kreaturen kriegen +1/+1 oder enttappen und man kann die eben verflechten. Die Verflechtungskosten bezahlen, also für 4 Mana macht man beides. Festnahme. Das ist 3 Mana Verzauberung. Eine Kreatur kann weder angreifen noch blocken, noch ihre aktivierten Fähigkeiten benutzen. War damals beliebter als Pazifismus, aber heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr. Licht des Altars. 4 Mana, entferne ein Artefakt und eine Verzauberung, dann war ein ganzes Spiel. Damals 4 Mana. Mittlerweile haben wir das für 2 Mana, dann ist es zwar kein Spontanzauber, aber eine Hexerei, aber darf man auch Artefakte und Verzauberung. Das ist Hammer, Hammer. Power Creep, aber damals eine gute Karte. Und jetzt kommen wir zu den Ausrüstungen. 1 Mana +2/+0 für 1 Mana ausrüsten. Der Knochenbrecher, davon sollten bitte ein Playset hier drin sein. Ne, sind nur 2. Leonin Krummsäbel, 1 Mana, kriegt +1/+1 und für Ausrüsten 2. Ich habe damals immer nur die Knochenbrecher benutzt, weil +2/+0 fand ich einfach besser als +1/+1. Damals, long, long time ago. Oh mein Gott. Myridischer Langboden. 1 Mana zum Spielen, 3 Mana zum Ausrüsten und die Kreatur hat Tap, füge einem Kreatur, deinem Spieler einen Schadenspunkt zu. Fand ich damals immer doof. Fand ich einfach doof. Klinge der Todesfee. Eine der stärksten Ausrüstungen meiner Meinung nach, zumindest im Casual. 2 Mana 2-2 und für jede Lanus-Marke auf der Klinge kriegt die Kreatur +1/+1. Und immer wenn man die Kreatur Kampfschaden zufügt, irgendwie Kampfschaden zufügt, also nicht nur dem Spieler, sondern auch halt einfach eine Kreatur, kriegt die eine Ladungsmarke und wird 200 zum Ausrüsten. Die Ladungsmarken gehen nicht runter, wenn die Kreatur stirbt. Das heißt, irgendwann habt ihr eine Ausrüstung, die +5/+5/+10/+10 gibt oder sonst was. Hammer. Feuerstecken, genauso gut. 3 Mana, 2 um Ausrüsten, die Kreatur hat Doppelschlag. Haut also zweimal zu. Loxodon Kriegshammer, hier war da noch eine Ankam, aber es sind keine Wildschockenhandschuhe. Schade. Loxodon Kriegshammer, 3 Mana zum Spielen, 3 Mana zum Ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0, Trampel, Lifelink. Und damals war es noch eine Ankam. Als die einen Reprint gesehen hat, war die dann auf einmal eine Rare, weil man gemerkt hat, damals hat jeder am Kitchen Table gespielt. Und ich empfehle die auch jedem am Küchentisch zu spielen, weil die ist so mächtig. Habe ich damals fast jedem Deck gespielt. Also wir haben damals Rares gegen diese Karten, mehrere Rares gegen diese Karte getauscht. Schöne Ausrüstung. Ein bisschen wenig, aber das war ja damals kein Problem. Man konnte damals ja mit diesen Decks auch sehr viel mehr anfangen als heutzutage, meiner Meinung nach. Und die sind einfach die besseren Starterzeiten, finde ich. Ja, es gibt die Zeit davor, Aufmarsch und sogar noch früher, aber so an richtigen Startern, die man einfach so holen konnte, ein paar Karten beigeschmissen hat und gespielt hat, war diese Zeit perfekt. Irgendwann später kam dann die Zeit, wo man sich 2 bis 3 von den Startern gekauft hat und damit ein gutes Deck hatte. Hier hatte man einfach schon einen sehr guten Core alleine mit dem normalen Starterdeck. Es war nie meta-relevant, was in diesen Decks drin war. Aber darum geht es ja auch nicht. Ganz kurz, bevor mein Licht ganz ausgeht, danke nochmal, Nick. Ich kann dir nicht genug danken. Ich kann jedem von euch nicht genug danken, dass ihr das Video schaut, dass ihr mir die Nostalgie mit mir mitgeht. Und für die Leute, die mir was zuschicken, danke. Ich komme darauf nicht klar, dass so viele Leute das machen. Und ja, danke dafür. Gut, mein Licht geht aus. Das heißt, ich rede schon zu lange. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.